Wir sind der Unterbezirk im Landkreis Darmstadt-Dieburg, die Region der Zukunft. Und Sie alle wissen es, wir leben im Corona-Lockdown. Und für uns als ehrenamtliche Kommunalpolitiker ist es ein Anliegen, trotzdem mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir sind der Garant, dass wir immer im Dialog stehen, auch am Faschingsdienstag. Normalerweise wäre ich jetzt in Dieburg auf dem Marktplatz und nicht in meinem Wohnzimmer und würde nicht mit dem Landrat Schellhaas über Schulpolitik diskutieren. Es ist alles anders. Deshalb kommen wir hier im digitalen Raum zusammen und das führt auch gleich zur provokanten Frage des Abends. Die digitale Bildung ist was Neues, was ganz Spannendes und ist sie das Ende für die Kreide und für die Schultafel? Sie sehen hinter mir ein schönes Plakat entdecken. Also für mich ist diese Zeit auch immer ganz, ganz wichtig, um viel Neues zu lernen. Und heute Abend wollen wir das mit Ihnen tun. Eine wichtige Sache: Wir kommen hier nicht einfach so zusammen, sondern aus dem Grund, weil die Kommunalwahl stattfindet. Am 14. März wird in Hessen gewählt, im Landkreis Darmstadt-Dieburg gewählt, für mich noch in Großzimmern. Und falls Sie den noch nicht kennen, das ist ein Briefwahlumschlag. Sie können noch bei Ihrer Gemeinde die Briefwahl beantragen und der SPD die Stimme abgeben. Dem Pechellhaas als unser Spitzenkandidat, dem Matti Merker, mir, den Leuten, denen Sie wollen. Nicht vergessen, den hier noch beantragen, geht ganz einfach auf der Internetseite der Gemeinde. So, Matti Merker, du darfst übernehmen. Viel Spaß. Liebe Katrin, vielen Dank. Du bist unsere stellvertretende Vorsitzende in der SPD Darmstadt-Dieburg und hast heute den Startschuss für unseren zweiten Web-Talk gegeben. Heute geht es ums Bildungspolitik. Heute geht es um die Kreidetafel, um die Digitalisierung in der Schullandschaft. Die hat ganz schön Fahrt aufgenommen. Und wir haben dazu drei Gäste. Neben unserem Landrat Klaus-Peter Schellhaas, der hier Woche für Woche natürlich unser Gast ist und eingeladen ist, mit uns zu diskutieren, haben wir Thomas Schwarzer, einen Schulleiter aus Wiesbaden, eingeladen. Aber gute Freunde und alle, die ihn kennen, nennen ihn auch liebevoll Tom. Also herzlich willkommen, Tom. Schön, dass du bei uns bist. Und den Yusuf Zeyrek. 18 Jahre ist der junge Mann alt, kommt aus Weiterstadt, geht da zur Schule und wird uns da mal Einblick geben, wie es hinter dem Tisch aussieht, wo die Schülerinnen und Schüler in dieser schon auch interessanten und schwierigen Zeit lernen. Wie auch schon beim letzten Mal, da haben wir über Gesundheit gesprochen. Das Video ist übrigens auf unserem YouTube-Kanal auch noch online, da könnt ihr das euch nachschauen. Das war letzten Dienstag mit Oberarzt Aaron Christ, sehr interessant, nur zu empfehlen. Werden wir heute versuchen, in 45 Minuten, also um 19:45 Uhr, fertig zu sein. Und dann könnt ihr um 20 Uhr die Tagesschau gucken und in eure Abendgestaltung an diesem Faschingsdienstag 2021 gehen. So, und dann starten wir auch gleich. Am Montag soll in Hessen die Schulen wieder losgehen, zumindest für die erste bis sechste Klasse. Wechselunterricht ist angekündigt. Nun die provokante Frage, Tom, hältst du das für vernünftig, dass wir am Montag für die erste bis sechste Klasse mit Wechselunterricht wieder loslegen in Darmstadt-Dieburg, in Wiesbaden, aber im gesamten Hessenland, ungeachtet der Inzidenzen? Ja, die Frage kann man sicher nicht ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten. Also zum einen freue ich mich natürlich, dass die Schülerinnen und Schüler endlich wieder in die Schule kommen. Meiner Meinung nach viel, viel zu spät. Und es kommt auch nur ein kleiner Teil. Ich kann vielleicht mal einfach mal die Situation schildern, wie das an meiner Schule aussieht. Eine integrierte Gesamtschule in Wiesbaden-Wiebrich. 5 und 6, wie gesagt, im Wechselmodell. Wechselmodell bedeutet ja, dass immer nur eine kleine Gruppe kommt, eine halbe Klasse. Und ich habe da mit Kollegen gesprochen, da gibt es sehr, sehr viele Modelle, entweder Wochenwechsel, Tageswechsel oder bei uns kommen die Kinder täglich mit einem verkürzten Unterricht. Also wie gesagt, das Konzept, den Plan muss sich leider jede Schule selber überlegen. Dann haben wir 7 und 8, die kommen gar nicht, haben aber auch den Anspruch, was zu lernen, haben den Anspruch auf Distanzunterricht. Und unser Kultusminister sagt ja so ganz nett, ja, der Lernerfolg ist der gleiche, ob die Kinder jetzt in Präsenz oder zu Hause sind. Die Lehrer haben dafür zu sorgen, dass das funktioniert. Und dann haben wir noch in 9 und 10 Abschlussklassen. Die sollen ja alle kommen. Die Klassen werden geteilt. Ich habe aber nur einen Lehrer und der Lehrer wechselt dann in der Stunde von einem Raum zum anderen. Das heißt, wir haben drei Modelle an einer Schule.
haben nebenbei noch Kinder, die zur Risikogruppe gehören. Das heißt, die werden komplett zu Hause beschult. Ich habe Kollegen, die nicht in den Unterricht kommen dürfen, weil sie auch Risikokollegen sind. Und das alles jetzt unter einen Hut zu bringen, ohne weitere Vorgaben, das stellt Schulen definitiv an ihre Grenzen mit der Lehrerversorgung, mit der Situation, die wir haben. Also man hätte das schon viel früher, viel besser, anders planen können. Und was jetzt am Montag kommt, wie gesagt, ich freue mich auf die Schülerinnen und Schüler, aber es kommt leider nur ein paar. Ich glaube, soweit erstmal zu Beginn. Ja, danke dir. Yusuf, du warst die ganze Zeit in der Schule, hast gelernt. Du hast im Vorgespräch vorhin, als wir so ein bisschen am Plaudern waren, erzählt, du hast in den nächsten Tagen auch Klausuren vor der Brust. Fühlst du dich denn gut vorbereitet? Also, ne, du hörst jetzt, die 1. bis 6. Klasse kommt am Montag zurück. Du warst die ganze Zeit da. Wie lief denn das? Also, die Sache ist die, dass wir, zum einen natürlich ist es extrem ungewohnt gewesen, es war aber letztes Halbjahr schon, dass wir nach so einer langen, ich sag mal, Homeschooling-Phase dann angefangen haben, die ganzen Prüfungen zu schreiben. Also ich glaube, also vielen Schülern und mir ging es auch so, dass wir sehr aus der, ich sag mal, Übung waren, dass wir erstmal wieder reinkommen mussten. Die ersten Klausuren waren wirklich sehr, ich sag mal, etwas anstrengender. Also zumindest, weil man noch mit der Hand jetzt länger schreiben musste, nach so langer Zeit. Wegen dem Wechselunterricht, also es war lange Zeit leer bei uns im Schulgebäude. Wir sind von der 5. bis 13. Klasse normalerweise komplett voll. Ich glaube, wir haben fast über 1.100 Schüler. Natürlich waren es jetzt sehr viel weniger, war auf jeden Fall sehr ruhiger. Aber was halt mir auch aufgefallen ist jetzt, ich habe mit mehreren Eltern gesprochen, auch jetzt zum Beispiel meine Geschwister gehen auch auf die Schule, gehen in die 6. Klasse. Dieser Wechselunterricht, ich meine, ich kann es verstehen, natürlich, die Schüler müssten in die Schule, weil besonders in dem Grundschulalter, wenn da irgendwelche Defizite auftauchen oder irgendwas fehlt, dann wird es noch in späteren Jahren, wird man das merken. Aber viele Eltern zum Beispiel, die jetzt auch im Arbeitsbereich oder irgendwie auch privat jetzt viel umstrukturieren müssen, die haben jetzt auch viele Probleme, ich sag mal, da hinterher zu kommen mit diesem Wechselunterricht. Wenn man Kinder hat, die in verschiedenen Klassen sind, dass man das alles, ich sag mal, organisieren kann, wann wer wann geht, also dass man es auch im Kopf behalten kann und, ich sag mal, zumindest gut strukturiert. Aber um ehrlich zu sein, ich wäre selber auch da ziemlich überfragt, da habe ich auch natürlich Respekt an die Menschen, die das alles ausdenken, aber wie gesagt, es ist sehr, es ist für viele Eltern im Moment auch sehr kompliziert. Es ist auch, wie auch schon der Thomas gesagt hat, die Masse macht es jetzt im Moment sehr aus. Ja, danke für den Einblick von der anderen Seite des Schultisches. Pitt, du hast jetzt beide Eindrücke gehört, ne? Der Schulleiter und der Schüler. Ich in meiner kommunalpolitischen Zeit hätte nie gedacht, dass ich mich mit Luftreinigungsgeräten mal befassen muss. Was meinst du? Hast du geglaubt, als du in deinen politischen Alltag gekommen bist, Luftreinigungsgeräte, das wird mal die politische Diskussion an der Schulfront sein? Du musst erneut natürlich das Mikro anmachen. Für den Hinweis. Die Luftreinigungsgeräte, die haben uns natürlich in eine Diskussion gebracht, wie vieles, was diese Pandemie gebracht hat. Wobei wir an der Stelle schon auch sehen müssen, dass es keine Blaupause gab für das, was uns Corona gebracht hat. Und dass mich der Bericht von Tom, aber auch der vom Yusuf, schon bestätigt in meiner Haltung. Es ist nicht einfach, wie Tom sagt, ja, aber wir dürfen einfach nicht unterschätzen, was Schule neben dem Bildungsauftrag eigentlich bedeutet für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung von Kindern. Und dass Schule mehr ist als eben nur eine Bildungseinrichtung. Das macht mich zunehmend nachdenklich. Wir haben jetzt in Kürze ein Jahr lang, wo wir 6. März haben wir unseren Stab in Kraft gesetzt. Und seitdem arbeiten wir dadurch an dieser Pandemie. Es braucht eine Balance, was wir an Schulen machen. Man muss so mit viel wie möglich Kindern die Möglichkeit geben, in Schule zu gehen. Man muss das auch ausdifferenzieren.
ich glaube, dass dieses Wechselmodell, was wir jetzt haben, schon der richtige Versuch ist, das auch zu machen, weil es auch mehr bedeutet. Also Kinder kommen im Wechsel, das organisieren Schulen ganz unterschiedlich zusammen. Aber es führt ja auch dazu, wir haben ja nicht nur über Luftreinigungsgeräte diskutiert, wir diskutieren ja auch über Schulbusse und wie voll sind diese Schulbusse. Also dieses Wechselmodell führt ja auch dazu, dass die Schulbusse leerer sind, muss man klar sagen. Es entspannt, glaube ich, auch, Tom, ich weiß nicht, ob du mir da recht geben kannst, natürlich, Lehrer verteilen sich auf mehrere Räume, die Belastung der Lehrer, die wird ohnehin viel zu wenig diskutiert an der Stelle, das muss man klar sagen. Auch im Bereich Digitalisierung haben wir ja jetzt erst in den letzten Tagen erlebt, dass das Land da eine Antwort gegeben hat, weil es der Bund angestoßen hat. Das muss man auch deutlich sagen. Lehrer sind ja immer noch nicht mit einem ausreichenden Handwerkszeug ausgestattet, um Digitalisierung so zu leben, wie wir das eigentlich wollen. Es sind nicht nur die Luftreinigungsgeräte. Ich glaube, dass Architektur in der Zukunft an Schule ganz anders diskutiert wird als im Moment. Die Luftreinigungsgeräte im Augenblick, die halten, glaube ich, im Vergleich mit den Stoßlüften nicht stand nach derzeitiger Information. Im Übrigen, das Stoßlüften könnte ich noch von zu Hause, von meiner Mutter. Ich meine, darüber muss man auch mal nachdenken. Ne? Also da wird schon immer mal wieder auch im Winter das Fenster aufgerissen. Aber das ist eher eine historische Betrachtung. Die Leute früher hatten schon auch mit Krankheiten anders zu kämpfen, die wir heute als vollkommen selbstverständlich empfinden. Und das ist noch Teil meines Lebenshorizontes. Also es ist so viel. Es sind nicht nur die Luftreinigungsgeräte. Da muss Architektur eine Antwort drauf geben. Da kommen wir ja später nochmal im Kontext des Schulbauprogramms dazu. Aber Schulen sind für mich so mit der Nukleus, wo deutlich wird, dass wir auf so Situationen eigentlich nur schlecht vorbereitet sind. Ich finde es extrem suboptimal. In Hessen kriegen wir das halbwegs ordentlich hin, dass ich bestätigen kann, das, was Tom erzählt, gibt es auch bei unseren Schulen. Aber dass wir da so einen Flickenteppich in der Republik produzieren, das ist mehr als suboptimal. Das sind unterschiedliche Lebensverhältnisse, die wir dort abbilden, unterschiedliche Belastungen. Ich bin zwar kein Schuldezernent, aber ihr merkt, das Thema liegt mir total am Herzen. Und es ist... da jedem gerecht zu werden, ist ganz, ganz schwierig. Du musst ja auch noch Betreuung an Schule sehen, im Bereich der Grundschule. Das kriegen wir gut hin, da sind wir auch relativ glücklich im Augenblick. Aber die Luftreinigungsgeräte ist nur eine Facette. Lieber Pitsch, ich schwätze schon wieder zu lang. Wir haben 45 Minuten Zeit und die wollen wir nutzen. Und die nutzen wir auch für eine intensive, kurzweilige Diskussion. Und wenn ihr Fragen da draußen haben solltet, wir haben einen YouTube-Chat nebenher laufen. Stellt da eure Fragen gerne, eure Anregungen. Wir versuchen die im Laufe dieser Diskussion, dieses Web-Talks auch mit aufzunehmen. Es wird mit Sicherheit der ein oder andere dabei sein, der da gerne mal nachhaken möchte, beziehungsweise seine Einschätzung geben. Darf ich mal was ganz anderes noch sagen? Natürlich, also selbstverständlich. Ich bin jetzt zwar zu Hause und fühle mich auch zu Hause, ich muss aber sagen, ich könnte mich an diesen Dienstagstalk gewöhnen, also das ist so richtig angenehm mit dem Matti da, der da moderiert hat, das, wie ich finde, absolut riesig und toll macht. Das muss man eigentlich nicht immer nur auf Wahlkampfzeiten produzieren, also das kann man auch mal irgendwie da nachdenken. Weil es auch extrem informativ ist, finde ich, auch mit diesen Gästen, jetzt mit dem Josef und dem Tom, finde ich total riesig. Ja. Wir nehmen es mit als Unterbezirk, als SPD Darmstadt-Dieburg, sehr gerne. Danke für die Blumen, jetzt schon mitten im Web-Talk. Ja, nehme ich natürlich gerne an, hier das Schultergestreichel, aber wir wollen beim Thema bleiben und bei den Themen, die ja sehr, sehr vielfältig sind. Der Pitt hat es angesprochen, Tom. Wie glaubst du, sieht eine moderne Schule aus Sicht eines Schulleiters aus? Mit Blickwinkel der Schülerinnen und Schüler, mit Blickwinkel auch der Lehrkräfte. Brauchen die alle einen eigenen Arbeitsplatz vor Ort? Wie schätzt du ein, dass Digitalisierung, die ja jetzt einen Schub bekommen hat, Einfluss auf die Zukunft der Schule hat? Mich hört man noch nicht, Tom. Mikro ist noch aus. Jetzt. Jawohl. Ja, das ist eine ganz spannende Frage und ein riesiges Themengebiet. Und ich glaube, diese Pandemie, so bitter es ist, die hat gnadenlos die Schwächen unseres Schulsystems offengelegt.
Und die Lösung kann nicht sein, dass wir morgen unsere Schüler mit iPads überschwemmen und mit WLAN und weiß der Teufel was. Da wird Schule nicht einen Deut besser. Ganz sicher, das ist meine Meinung, ganz sicher nicht. Und auch das Thema zu dieser Veranstaltung, Kreidetafeln. Die Kreidetafel, die steht für mich für den Unterricht, wie wir ihn seit 50 oder seit 100 Jahren machen. Und wir merken jetzt, dass Schule ganz anders sein kann und anders sein muss, um alle zu erreichen. Wir können es uns nicht leisten, auch nur ein einziges Kind zurückzulassen. Ganz sicher nicht. Und das, was in den letzten 10 Jahren oder 20 Jahren versäumt worden ist, zu glauben, dass wir das technisch in einem Jahr aufholen können, das ist nicht möglich. Das weiß, glaube ich, auch jeder. Und ich bin wirklich positiv überrascht, was die Kommunen in der Regel ohne Hilfe des Landes da auf die Beine gebracht haben und in der kurzen Zeit für Wiesbaden, kann ich sagen, für Darmstadt sicher auch, für eine gute Infrastruktur geleistet haben. Sicher kann das überall noch besser werden, aber da sind wir dran. Schule der Zukunft, da spielt die Digitalisierung ganz sicher eine Rolle, aber das ist ein Medium, mehr, nicht mehr und nicht weniger. Und es ist ein Medium, mit dem wir heutzutage alle arbeiten. Aber wir merken das jetzt in der Situation, die wir haben. Wechselunterricht, Präsenzunterricht. Schüler müssen nicht jeden Tag in die Schule kommen. Schüler müssen nicht nebeneinander sitzen, nur weil sie gleich alt sind, in der gleichen Klasse gehen. Da gibt es ganz tolle Ideen und Konzepte, die auch schon von vielen Schulen in Deutschland verwirklicht werden. Leider noch nicht von allen. Und da spielt, Pitt hat es gesagt, die Architektur eine ganz große Rolle. Ja, ich sehe vor mir große Räume, ich sehe Lernlandschaften und diese klassischen Klassenräume, wie wir jetzt halt noch haben und das auch schwierig ist, das umzubauen, das verstehe ich. Ja, das wird man so schnell nicht ändern können, aber es werden tagtäglich neue Schulen gebaut. Und da sollte man diese Konzepte wirklich umwandeln. Ich rede gar nicht von einem Arbeitsplatz für einen Lehrer. Die Aufgabe des Lehrers, die Rolle des Lehrers, die wird sich auch ändern. Das ist bei vielen Kollegen angekommen, sicher noch nicht bei allen, aber bei vielen. Aber die Schüler brauchen einen Arbeitsplatz. Und das muss nicht unbedingt der Klassenraum sein. Und da gibt es ganz, ganz tolle Schulen, die uns das vorgemacht haben. Und wenn ich jetzt sehe, wie bei uns die Zeitschule aussieht, da schwebt über allem die Prüfung. Wir lernen für die Prüfung, für die Abschlussprüfung, Hauptschule, Realschule, die Abiturprüfung. Das ist der heilige Gral. Alles andere, der Kontakt der Kinder untereinander, soziale Kompetenzen, die gelernt werden können, spielt alles keine Rolle. Prüfung, Prüfung, Prüfung. Und nicht ein Schüler wird besser, wenn wir für Prüfungen lernen. Absolut nicht. Also da könnte ich jetzt noch ewig weiterreden. Und am liebsten hätte ich einen Architekten neben mir und sage, lass uns eine neue Schule bauen, wenn wir für Prüfungen lernen. Ich glaube, das wäre eine gute Schule. Guter Mann, das muss ein Sozialdemokrat sein, oder? Ja, Tom, danke. Ich will den Yusuf gleich mal ansprechen darauf, weil der ist in einer super neu sanierten Schule. Ja? Jetzt kannst du uns gleich berichten, was da alles sehr, sehr gut klappt. Das hören wir mit Sicherheit gerne. Das wirst du auch hoffentlich tun. Aber du kannst uns gerne auch mal einen Einblick geben, wo du noch Bedürfnisse hast. Oder nicht nur du, sondern auch deine Mitschülerinnen und Mitschüler und natürlich alle, die an Schule wirken. Ja. Also was hat super geklappt jetzt in dieser Phase? Wo hast du gesagt, boah, cool, dass ich hier in einer frisch sanierten Schule bin, aber wo siehst du, hey, da können wir noch als Landkreis auch nachlegen oder müssen es vielleicht sogar? Also erst einmal, ich bin froh, dass endlich mal, also ich denke, viele Schüler denken so, dass endlich mal generell deutschlandweit erkannt wurde von der Politik, dass wir im digitalen Bereich so weit hinten liegen. Natürlich, was gut, fange ich mal damit an. Natürlich, wir sind froh, dass wir jetzt neu ausgestattet sind. Ich meine zum Beispiel, viele, die jetzt bei uns in der Schule zu Hause nicht die Geräte haben, kriegen sie von der Schule gestellt. Jeder Schüler hat einen WLAN-Zugang, die Whiteboards funktionieren meistens und generell die technische Ausstattung ist wirklich sehr schön. Aber natürlich, das ist also, viele denken, also ich denke zumindest auch, dass natürlich reicht es auf gar keinen Fall aus. Zum einen, um überhaupt diese Idee zu in den Kopf zu bekommen, dass von der Kreidetafel weggehen. Ich meine, unsere Schule ist ja mit Abstand, glaube ich, eine Ausnahme jetzt in dem Bereich. Da bräuchte jeder Schüler, zum einen müsste der mit Geräten ausgestattet sein oder von der Schule, vom Land zur Verfügung gestellt bekommen, weil nicht jeder Schüler kann sich oder nicht jeder Haushalt kann sich so ein neues teures Tablet leisten. Dann nochmal müssten diese Tablets von der Software her
also ich glaube, es wird der Fall sein, gut genug sein, damit man sie, sag mal, im Unterricht benutzen kann. Natürlich und so weiter, dann noch wir in der Schule benutzen zum Beispiel meine amerikanischen Dienstleistungen, Microsoft Teams. Natürlich, ich weiß, der Datenschutzbeauftragte, der hat da so ein paar Bedenken, ist ja auch, kann ich auch verstehen. Aber man muss nochmal sagen, dass die deutschen Alternativen im Moment, aufgrund, wie der Thomas Tom schon gesagt hat, durch diese jahrelange Unentwicklung einfach nicht ausgereift genug sind. Also bisher, ich habe von vielen Schülern gehört, dass die deutschen Programme im Moment zusammenbrechen, für diese Server gar nicht dafür ausgelastet sind. Dann würden wir schon Schüler auch gerne wünschen, dass zum Beispiel, wenn, zum Beispiel was Gutes wiederum, wir haben jetzt uns in der Schule Naturwissenschaftsräume, wir haben also einen neuen Oberstufenraum, wir haben auch also schon lange eine Küche, so haben wir auch eine Küche. Natürlich wird alles renoviert und man kann viele von den Bereichen nutzen, die bieten so das Fundament dafür, um Größeres zu machen. Aber zum Beispiel würde ich noch mehr auch auf dieses Teambuilding gehen. Zum anderen, die Küche bei uns, als Beispiel jetzt, wir benutzen sehr viel, haben sie auch benutzt. Wir haben sie in der Schule wirklich auch benutzt, also meine Klasse zumindest, oder öfters. Aber wir würden sie noch mehr nutzen. Zum Beispiel, sie ist nur für 16 Personen ausgelastet und viele Klassen bestehen aber aus 25. Dass solche Sachen mehr ausgeweitet sind, damit, wie schon gesagt, ich bin eh kein Fan von diesem Notensystem, aber das ist ein anderes Thema, dass diese kreativen Bereiche, oder diese Teambuilding-Sachen noch weiter ausgelastet werden, noch weiter erweitert werden. Dann zum Beispiel, dass die Schüler, wir haben durch diesen Brandschutz, dürfen wir zum Beispiel unsere Klassenräume, dürfen wir nicht überall was aufhängen. Viele Sachen werden, ich sag mal, darf man einfach nicht. Oder auch wegen den Hygieneschriften bei der Mensa, dass zum Beispiel so ein Schulkiosk, dass die Schüler, ich sag mal, so ein Schulkiosk existiert, das war auch mal eine Idee von uns im Oberstufenteam, dass man sozusagen eigene, dass die Schüler sozusagen sich eigene Sandwich zusammenstellen können, mitten in der Pause. Es wurde durch die Hygienemaßnahmen, darf man das zum Beispiel nicht machen. Ich kann es wiederum auch verstehen, aber dann muss es doch bestimmt irgendwelche Lösungen geben. Oder man kann auch zum Beispiel, also wegen Klassenräumen, bei dem Brandschutz, ich verstehe, Schutz der Schüler ist extrem wichtig, aber dass man da vielleicht noch weiter denkt, also anders denkt, innovativer denkt, dass man vielleicht den Schülern mehr Möglichkeiten gibt, ihren Klassenraum kreativer zu gestalten. Und ich denke, in diese Richtung müssen wir gehen, noch generell zur Architektur, dass da die viele Lehrer und auch Schüler vielleicht bei dem Bau mehr einbezogen werden. Dass man vielleicht, dass viel Geld zur Verfügung steht, finde ich gut. Aber ich denke, was noch wichtiger ist, wie man das einsetzt. Bei uns ist lief es, also wir sind natürlich sehr gut ausgestattet. Aber ich denke, man muss auf jeden Fall noch weiter arbeiten und noch weiter fördern. Da gibt es noch dutzend etliche weitere Punkte, die man anknüpfen kann. Danke dir für den Einblick. Du gehst in die Alfred-Dürer-Schule nach Weiterstadt. Das muss man vielleicht auch, hätte ich schon sagen können, müssen, sollen, die wir als Landkreis Darmstadt-Dieburg auch frisch saniert haben. Und du hast es eben schon angesprochen, der Landkreis berüstet sich immer damit, viel, viel Geld, viele Millionen Euro in die Schullandschaft gegeben zu haben für die Sanierungen vieler, vieler Schulen. Pitt, was ist denn dein Lieblingsprojekt und was ist ein Projekt, wo du sagst, da müssen wir noch ran, also da herrscht noch Nachholbedarf in der Schullandschaft? Naja, erst will ich mal zu dem Yusuf noch was sagen, weil du gesagt hast, da müsste so viel Neues entstehen an Schule. Das ist die richtige Analyse. Ich habe es ja beim Tom schon erwähnt. Ich glaube, dass wir gerade an so einem Punkt, an so einer Zäsur sind, wo wir wirklich nochmal Architektur von Schule neu denken müssen. Tom, für dich im Landkreis Darmstadt-Dieburg haben wir schon angefangen, Schulen zu bauen, dort, wo wir die Möglichkeit haben, neu zu bauen, wo wir diese Lernlandschaften, von denen du träumst, wo wir die schon geschaffen haben. Und wir haben da großen Zuspruch. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Wir haben jetzt mehrere hundert Millionen Euro in Schule investiert, was ein hoher Betrag ist. Aber wir haben schon auch noch einen Berg vor uns. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, aber den Menschen geht es natürlich zu langsam. Ich will das auch mal anders formulieren, Martin. Wir brüsten uns damit eigentlich nicht. Ich habe das schon zu Christel Fleischmann gesagt und ich sag das auch jetzt immer wieder. Wir sind dankbar, dass wir es eigentlich können.
also wir als Kommune, dass wir wirklich in der Lage sind, so viel Geld zu investieren. Ich weiß, das ist nicht überall der Fall. Und da müssen wir wirklich auch jetzt lernen aus dieser Pandemie. Das, was Tom gesagt hat, wo er sagt, da ist jetzt, Architektur ist ganz wichtig. Ne? Du kannst über Architektur viel abbilden. Ne? Du kannst auch das Lernen damit verändern. Du kannst andere Schwerpunkte setzen. Das ist etwas, da hat uns Corona schon gezeigt, dass wir umdenken müssen. Das sind lange nicht nur vielleicht Lüftungsanlagen in Schulen, um solchen Situationen vorzubeugen. Das ist vieles andere mehr. Das sind andere Formen des Lernens, die wir noch stärker in den Fokus nehmen müssen. Das sind aber auch andere Arbeitsbedingungen damit, das muss man immer auch sehen, für die die Schule eigentlich leben. Und das sind natürlich mit Schwerpunkt die Schüler, für die wir das tun. Aber ohne gute Bedingungen für Lehrer geht das auch nicht. Und ich glaube, wir stehen an so einem Punkt, wo wir komplett neu denken müssen. Also mir schwebt wirklich vor, dass wenn man sich vielleicht auch wieder treffen kann, vielleicht auch die Sommerferien dafür nutzen, dass wir einfach mal so eine Runde zusammenrufen von engagierten Schülern, von engagierten Lehrern und dass wir wirklich mal versuchen, Schule und Architektur von Schule neu zu denken. Wir müssen von dieser klassischen Architektur weg, um auch solchen Anforderungen, wie sie die Pandemie gebracht hat, entgegenzuwirken, aber eben nicht nur. Und das ist das, was Tom gesagt hat. Also ich habe das damals, als ich Schüler war, und ich bin da wirklich durchgelaufen wie Schnittenbrot. Ich habe nichts geschenkt gekriegt. Ich muss für alles lernen. Nicht falsch verstehen. Trotzdem hat Schule mir immer Spaß gemacht. Aber das begann in den 60er Jahren und war in den 70er zu Ende. Das war eine andere Zeit. Das war 68er geprägt, ne? Also da hast du ohnehin den Umbruch gehabt an Schule. Und ich glaube, diese Umbruchssituation brauchen wir wieder, dass wir genau dahin kommen, dass wir uns ablösen von diesem Prüfungsmechanismus. Dass wir Schülern ganz andere Möglichkeit geben, auch Neigungen und Fähigkeiten auszuleben an Schule, die vielleicht nicht unbedingt zu einer zwingend notwendigen 4 in Mathe führen und in diesen Kernfächer führen. Wir lassen Energien bei Schülern liegen. Wir lassen sie wirklich liegen, weil wir so eindimensional dabei unterwegs sind und sich da eigentlich seit früher wenig verändert hat. Da sind mal ein paar Schwerpunkte und das musst du dann auch im Abitur machen und das und das und das. Das hat sich verändert, aber immer nach demselben Rhythmus. Und ich glaube, das ist etwas, davon müssen wir weg. Und da ist jetzt auch eine Chance, neu zu denken. Die müssen wir nutzen. Jetzt habe ich wahrscheinlich auf die Frage, die du gestellt hast, keine Antwort gegeben, aber es war mir wichtig, das zu sagen. Das ist doch überhaupt kein Problem, wenn wir hier abseits von den Skripten miteinander reden. Mein Höhepunkt in der Schulzeit war übrigens die Skifreizeit. Ja? Also ich gebe dir da absolut recht. Das war so mein Highlight, die Skifreizeit und auch später die Skifreizeiten, die ich begleiten durfte als Skilehrer. Unter anderem, ich glaube, mit einem Sohn von dir, Heike. Da durfte ich ja auch Skilehrer sein. Ja, genau. Jetzt komme ich auch so ein bisschen ins Reden, ja, hinein. Aber ich finde das ganz spannend. Gibt es irgendwann bei uns vielleicht auch mal eine papierlose Schule? Der Alexander Ludwig, unser Schulausschussvorsitzender, hatte das im Vorfeld schon immer mal so angeregt, papierlose Schule. Als der Drucker aufkam, als das Internet aufkam, wurde eher mehr Papier produziert. Glaubt ihr daran, Tom? Glaubst du an eine papierlose Schule, dass jetzt durch die Digitalisierung Tablets, Endgeräte, Whiteboards und wie sie alle heißen, wir die Kreidetafel abschaffen, das Papier abschaffen und plötzlich völlig anderes lernen und die Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch anders arbeiten? Nee, da glaube ich nicht dran. Solange wir die 100 iPads, die wir bekommen, noch durch unser Abrechnungssystem jagen müssen und dann 8 Seiten Papier produzieren, um das zu unterschreiben, glaube ich nicht dran. Ich weiß auch nicht, ob das ein Ziel ist, papierlos zu arbeiten. Ich meine, Lesen und Schreiben ist eine Kulturtechnik. Und wenn wir sagen, wir möchten auf die Handschrift verzichten und tippen noch alle, das ist eine Diskussion, die müsste man auch führen. Aber ich glaube, Schreiben sollte man schon noch können. Und dazu brauche ich einen Stift oder brauche ich Papier. Man kann sicher überlegen, ob man... was Schulbücher angeht, ob man da nicht einen Kompromiss findet und viele digitale Sachen erstellen kann. Das wäre sicher, ja, das wird sich sicher ergänzen, aber ich bin auch der Meinung, dass man weiterhin ein Buch in die Hand nehmen muss. Das gehört einfach dazu und es geht nicht alles über dieses Tablet. Ganz sicher nicht. Nochmal zu dem Punkt Schule neu denken. Ich meine, das ist jetzt
Kommunalpolitik, keine Frage. Aber wir müssen eigentlich Schule schon von der Ausbildung, von den Lehrern neu denken. Ja, solange die Kollegen seit 50 Jahren genauso ausgebildet werden, dann in die Schule kommen und sagen, wie, es gibt Gesamtschulen, nie gehört davon. Ja, und die werden ja damit groß, dass man sitzen bleiben kann, dass man Noten geben muss. Das ist alles was, da muss man mal den Mut haben zu sagen, Mensch, lasst uns das mal neu machen. Es gibt genug Länder auf der Welt, die machen das schon immer so. Und erstaunlicherweise sind die, was die Studien sagt, alle erfolgreicher als bei uns. Ja. Und wir haben, also im Prinzip brauchen wir zur Zeit, in der jetzigen Situation, wir brauchen didaktische, pädagogische Konzepte. Dann brauchen wir Lehrerinnen und Lehrer, die gut ausgebildet und gut geschult sind, auch was das Digitale angeht. Und dann brauchen wir natürlich die Infrastruktur. Ja, wir fangen jetzt mit der Infrastruktur an, weil da jetzt jahrelang nichts passiert ist. Mag Gründe geben. Und alles, was dazugehört, ja, das baut sich jede Schule selber zusammen. Ich erinnere an diese unsägliche Diskussion letzte Woche, wo bekannt gegeben wurde, dass gewisse Programme nicht mehr genutzt werden durften. Das war ein Shitstorm der Kollegen. Zwei Tage später durfte man sie wieder nutzen. Teams ist vorhin angesprochen worden. Die Server stehen in Holland. Die Schulen haben viel Geld für die Lizenzen ausgegeben. Keiner weiß, ob diese Software noch benutzt werden kann in 4 oder 6 Wochen. Auf die eigene Software zuzugreifen, die das HKM bietet. Da haben wenigstens Schulen Zugriff drauf. Videokonferenzen gibt es noch nicht, da sind sie nicht datenschutzsicher. Und da fühlen wir uns schon so ein bisschen alleine gelassen, definitiv. Und das hat Peter auch gesagt, es gibt natürlich Schulträger, die unheimlich viele machen. Es kann aber nicht, meiner Meinung nach, nicht sein, dass es davon abhängt, wo ein Kind wohnt, wie gut es in die Schule gehen kann. Wiesbaden hat wohl ausreichend Geld, Darmstadt wohl auch, dass man was machen kann. Aber es gibt genug Kommunen, da läuft das eben nicht. Ja? Und ich kenne immer noch Schulen in Hessen, die sagen, wunderbar, Internet toll, aber wir haben keins. Ja? Das gibt es in Hessen noch, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und da darf man die Schulträger nicht alleine lassen, auf alle Fälle nicht. Und wenn ich habe Angst, die Pandemie wird irgendwann vorbei sein. Ob wir mit dem Virus weiterleben oder nicht, aber es wird vorbei sein. Und ich habe Angst, dass wir dann wieder zur Normalität zurückkehren und so tun, als ob was die Schule angeht, als ob nichts gewesen wäre. Und das muss man jetzt wirklich, die Chance muss man nutzen, zu sagen, lasst uns Schule neu denken. Und wenn die Schule sich auf den Weg macht und sagt, wir haben neue Ideen, dann möchte ich auch den Freiraum kriegen und möchte das nutzen und möchte das ausprobieren dürfen. Pitt, du hast dich ordentlich wie in der Schule gemeldet. Bitte. Laut schnipsen konnte ich nie. Ja, ich will was zu Tom sagen und zu dem Tool von Microsoft, was uns da an Schulen hilft, wo wir uns auch für entschieden haben, andere Schulträger auch, weil es einfach, und das hat ja auch der Josef zum Ausdruck gebracht, weil es im Moment denn eigentlich das Beste ist, womit man arbeiten kann und wir nichts Vergleichbares haben. Das ist eine Mär, dass das verboten wird. Du kannst so etwas nicht verbieten. Das geht gar nicht. Wir wissen das deshalb, weil wir uns da rechtlichen und vor allem auch datenschutzrechtlichen Beistand geholt haben. Wir haben jetzt das sehr genau nochmal geprüft und wir werden das auf jeden Fall beibehalten. Was schwierig ist, Tom, ist die Frage, wenn Konferenzen stattfinden. Und da sind wir in der Zwischenzeit von Teams weg. Da reden wir über die Klassenkonferenz, die Schulkonferenz, da reden wir über Elterntreffen. Da haben wir jetzt tatsächlich verstanden, wo das Problem der Datenschützer ist und haben gesagt, gut, die wollen, dass das gehostet ist in Deutschland, dass das irgendwie greifbar ist. Das haben wir alles umgesetzt. Wir haben jetzt für unsere Schulen alle dieses System, mit dem Außenministerium arbeitet, Big Blue Button als Konferenztool eingepackt. Und somit sind wir erstmal safe. Aber wir denken nicht daran, ein sehr gutes Arbeitsmaterial für Schulen. Und ich habe mir das bei einer Schülerin angeschaut, ich habe mir das bei meinem Chef von unserer Schul-IT angeguckt. Das ist einfach ein Tool, mit dem man arbeiten kann. Aber Konferenzen sind schwierig. Also gerade wenn es um Noten geht, persönliche Daten geht, alles okay. Kann man aber anders machen, haben wir anders gemacht. Das ist eine Diskussion. Ich weiß auch nicht, warum Menschen Interesse haben, da so die Landschaft zu verunsichern und zu sagen, das wird verboten. Du kannst sowas nicht verbieten. Das geht gar nicht. Geht nicht. Kann keiner verbieten. Aber das
das ist jetzt sehr speziell. Ich wollte einfach nur ein bisschen Trittsicherheit, vielleicht für auch ein paar Eltern, die uns zuhören, die Diskussion mitbekommen haben. Bei mir kommt da ja auch viel an, nochmal Sorgen. Das vielleicht nur mal an der Stelle, das war mir wichtig. Später nochmal mehr dazu, was Digitalisierung betrifft an Schulen und wo wir da stehen. Ja, Yusuf, jetzt hast du das Wort, bitte. Also zum Thema Papierlos, natürlich, jetzt erst einmal, also Tom, ich verstehe deine Sorge mit der Handschrift. Das Interessante ist, dass sogar die heutigen Tablets in der Lage sind, mit solchen gewissen Stimmen, dass man auch die draufschreiben kann, also wirklich schreiben kann, auch Dinge markieren kann. Das geht, ja, genau. Ja, das ist halt ziemlich interessant. Also, wo ich die Sache sehe, ist, ja, genau, wie auch schon erwähnt wurde, auch von ganz oben schon, Bundesregierung oder generell, ich kenne mich nicht ganz genau aus, wie Dinge abgerechnet werden, aber generell die ganze Bürokratie hier in Deutschland, die, ich glaube, die bremst sehr viel auch aus. Ich meine, die bringt natürlich sehr viel Sicherheit, ich denke, deswegen existiert sie überhaupt so, aber sie bremst natürlich auch sehr viel aus. Zum einen, wir meinen jetzt, okay, sagen wir mal, wir wollen jetzt, dass jeder Schüler, also man, das sieht alle Schüler mit so einem Tablet arbeiten, was braucht man dafür? Erst einmal braucht man natürlich, jeder Schüler braucht so ein Tablet. Dann muss überall das Internet stabil sein. Also generell, wie auch schon gesagt wurde, dass jede Schule Internetanschluss braucht. Dann brauchen wir natürlich auch einen Service. Also wenn irgendwas kaputt geht, dass, ich weiß nicht, wie eine Versicherung oder sonst was, dass die Schüler damit irgendwann hingehen können. Zum Beispiel wir in der Schule, wir haben ein Problem, dass wir haben all die schönen Geräte und die, also wirklich, es ist wirklich auch sehr schön, dass viele Schüler trotzdem mitmachen können und dass die Schüler von der Schule was ausleihen können. Aber sonst haben wir keinen IT-Beauftragten. Sowas bräuchte man zum Beispiel auch, dass die Lehrer notfalls halber sich an jemanden wenden können, der sich damit sowas auskennt, sowohl die Schüler als auch Lehrer. Da müsste man sehr viel aufbauen, damit sowas funktionieren kann. Ich meine, natürlich papierlos, also ich denke erstmal daran, dass diese ganzen Ränzen, die Schüler mal tragen, nicht mehr notwendig wären. Diese riesigen Ränzen mit manchmal echt schweren Büchern. Und das wäre alles mehr notwendig. Zum einen hätte man alles, wie gesagt, mit so einem Tablet. Ich glaube, für viele Lehrer wäre das auch um einiges entspannter. Viele Schüler arbeiten, also in meinem Alter, ich arbeite selber auch, arbeite mittlerweile auch mit solchen Laptops oder Tablets in der Schule. Aber man, wie gesagt, man bräuchte all diese Dinge, damit sowas überhaupt funktionieren kann. Und ich meine, soweit ich weiß, gibt es immer noch Orte in Deutschland. Ich glaube, sind sogar, vielleicht ich mich irre, aber das sind über 1 Million Menschen, die keinen wirklich guten Internetempfang haben. Und ich meine, da müsste erstmal das ganze Fundament, ich sag mal, neu gestaltet werden, damit wir so darauf mal weiterarbeiten können. Das müsste auch, ich hoffe mal, dass es bald passiert. Ich habe auch die Sorge, dass es in Vergessenheit wieder gerät, nachdem die Corona-Krise, sag mal, vorbei ist. Deswegen muss da auf jeden Fall dran gearbeitet werden. Ja, danke dir für diesen Einblick. Übrigens, neben Lesen, Schreiben, Rechnen und Schwimmen, eine Kulturtechnik hätte ich gern noch mitgenommen in der Schule, nämlich 10 Finger tippen. Das ist mir versagt geblieben. Ich bin jetzt hier, meine Lebensgefährtin schaut zu, die wird grinsen. Hier der Adler-Suchmaschine bin ich. Das ist vielleicht jetzt auch was man so als Kulturtechnik vielleicht wieder voranbringen sollte. Pitt, du hast dich schon wieder zu Wort gemeldet und du bekommst da selbstverständlich das Wort. Bitte. Ich will es ganz kurz machen, auch nur deshalb, weil Yusuf ein sehr konkretes Problem angesprochen hat. Wir haben jetzt bei uns etwa 4.000 iPads angeschafft für Schülerinnen und Schüler. Davon haben wir die Masse nach sozialen Maßstäben ausgegeben, wo wir versucht haben, in Zusammenarbeit mit Schule Schülerinnen und Schüler zu identifizieren, von denen wir wussten, dass wir die im ersten Lockdown nicht erreicht haben. Und das hat meistens soziale Gründe. Wir werden da aufstocken, und zwar ganz erheblich bei Schülern. Das wird kommen. Wir dürfen da zwar diese 16 Millionen, die wir vom Digitalpakt kriegen, nur zum Teil ausgeben, aber wir werden dort entsprechend aufstocken und nachziehen. Aber es ist, wie der Tom sagt, das fällt alles nicht vom Himmel. So, werden nachziehen. Aber weil du jetzt sagst, es braucht einen Support, es braucht auch jemand, der sich, sagen wir mal, um die Schwierigkeiten kümmert mit den Systemen. Wir haben seit 2010 IT an Schule, ist aber jetzt nur nebensächlich. Wir haben sehr früh damit angefangen, wir haben ein ganz spezialisiertes System. Die arbeiten bei Schwierigkeiten mit dem Ticketsystem, das stellen die gerade um. Aber entscheidend ist, dass wir jetzt nochmal 1,6 Millionen bekommen haben. Ich glaube, hessenweit sind es 34 Millionen über Bund-Ländermittel, woraus Lehrer
Arbeitsmaterial erhalten, digitales, aber darüber auch Personal eingestellt werden kann. Und wir haben das, die Stellen sind schon ausgeschrieben bei uns, um genau das zu machen, was du gesagt hast, was man eigentlich bräuchte. Bekleidung von Lehrern und tatsächlich Manpower. Die, auf diesen Geräten, Tom, die ihr bekommt, ist auch so ein Tool drauf, wo ihr irgendwie ne, von zu Hause, wenn ihr ein technisches Problem habt, dann irgendwie abfragen könnt. Aber ich glaube, das wird sich alles auf die paar Leute konzentrieren, die dann bei uns sitzen, wo es dann auch wirklich darum geht, wie arbeitet man an Schule. Ich will ja nur sagen, das ist auf dem Weg. Und da finde ich, bin ich im Bund und bin auch im Land, weil die auch noch mal ein bisschen Geld dazu gegeben haben an der Stelle, relativ dankbar, dass das läuft. Aber das geht natürlich nicht innerhalb von 4 Wochen. Wir werden, wir sind schon weit, wir haben Schulen, die sind komplett ausgestattet, auch Grundschulen. Ich habe vor, das war tief im letzten Jahr, habe ich gesagt, wir brauchen Schulen, die jetzt aber auch mal konzeptionell etwas erarbeiten. Dann haben wir eine Grundschule identifiziert. Wir haben eine Haupt- und Realschule, was mir persönlich ganz wichtig war, identifiziert. Ich glaube, in der Schulmethodik nennt man das Zeitwächter. Ich spiele jetzt den Zeitwächter und möchte, es gäbe ja noch so viel, gesundes Mittagessen könnten wir diskutieren und dass jedes Kind ein Mittagessen hat. Kritische Medienbildung bei der Digitalisierung, sicherlich auch ein spannendes Thema und so weiter. 45 Minuten Schultakt oder macht man andere Schultakte? Auch das ist sicherlich spannend. Aber ich möchte an dieser Stelle die Schlussrunde einläuten und die Frage stellen, die wir zum Auftakt natürlich hatten. Welche Zukunft hat die Kreidetafel? Tom, welche Zukunft hat sie nun in deinen Augen? Schaffen wir sie ab? Bauen wir sie ab in allen Schulen, hessenweit, deutschlandweit? Oder wird man sie doch noch irgendwo zu Gesicht bekommen und Lehrerinnen und Lehrer werden auf dieser Kreidetafel guten Unterricht für Schülerinnen und Schüler gestalten? Ja, ich habe das ja vorhin schon gesagt, für mich steht die Kreidetafel stellvertretend für eine Art von Unterricht und ich bin mir sicher, dass wir auch in 20 Jahren, dass es immer noch Schulen geben wird, die Kreidetafeln haben werden, ganz sicher. Aber nochmal mein Statement von vorhin, es muss sich an den Schulen was ändern und dafür steht für mich die Kreidetafel, die es seit über 100 Jahren an den Schulen gibt. Yusuf, werden deine Geschwister noch die Kreidetafeln sehen? Oder du bist ja jetzt kurz vor dem Abschluss, ne? Also deine Geschwister sind ja dann, wenn ich das jetzt so richtig gehört habe, in der 6. Klasse, die haben noch so ein paar Schuljahre und Begegnungen vor sich. Glaubst du, sie werden irgendwann mal fragen, Mama, Papa, Bruder, was ist das? Und du sagst, das ist eine Kreidetafel und das war eine Telefonzelle daneben. Also das Witzige ist ja, dass wir in der Schule noch kaum Kreidetafeln haben. Also wurde ja alles komplett erneuert, weshalb wir auch diesen, sag mal, an die Corona-Krise ganz gut, sag mal, vorbereitet waren, weil wir ja schon die ganz neue Ausstattung bekommen haben. Ich denke, also das Wichtige ist jetzt nicht, dass direkt eine Kreidetafel da steht oder da hängt oder an die Wand ist, sondern ich denke, das, was sie, wie schon gesagt wurde, auch symbolisiert. Ich meine, es steht für ein festes Schulprinzip. Aber wir haben jetzt diese neuen Whiteboards, an die man ja auch ranschreiben kann, an dem wir viele Videos gucken können, wir können im Internet gucken, wenn wir irgendwas brauchen, wir können direkt nachrecherchieren. Das ist, ich denke, wenn die Kreidetafel fehlt, ist nichts Negatives, sondern eher ein Fortschritt. Ich meine, es ist ja so mit vielen Dingen, die wir vorher benutzt haben, aber nicht mehr brauchen. Wahrscheinlich wird sie noch Natürlich wird sie noch irgendwo noch erhalten bleiben. Aber ich denke, dass wenn sie fehlen würde, das wäre jetzt nichts so Negatives. Also bei uns, natürlich manche Lehrer, die ein bisschen älter sind, müssen sich umgewöhnen. Aber ich finde, das steht für Fortschritte, die ersetzt werden durch zum Beispiel diese Whiteboards oder keine Ahnung, neue, moderne Dinge, innovative Dinge. Mal sehen, was die Zukunft so noch bringt. Ja, danke dir, Pitt. Der Overhead-Projektor war mal eine mediale Revolution in den Schulenlandschaften. Nun steht er in der Ecke. So, genau, ja, wie an der Universität, man hat ihn schön weitergedreht und wurde sehr, sehr kritisch beäugt, ja. Die Kreidetafel hat den Overhead-Projektor überlebt. Wird die Kreidetafel auch das WLAN, das Tablet überleben? Du musst auch jetzt das Mikro einschalten. Mit Mikro.
Ihr mich? Mhm. Jetzt? Okay. Ich habe gesagt, Matti, das ist ja eine Fangfrage. Du weißt ja, dass wir entweder interaktive Tafel haben oder Kreidetafel. Das ist bei uns ein relativ klarer Prozess. Trotzdem wünsche ich der Kreidetafel, und da bin ich anderer Auffassung als der Tom, ich glaube, die wird in 20 Jahren keine Rolle mehr spielen. Ich wünsche aber der Kreidetafel, nicht der Kreidetafel mit dem Blech drumherum, sondern dieser schönen alten mit diesem geölten Holz drumherum, dass sie irgendwo einen Platz findet. Sei sie entweder bei der Schülervertretung im Raum, sei es im Lehrerzimmer oder sei es im Foyer und genutzt als schwarzes Brett. Ich wünsche ihr, dass sie einfach erhalten bleibt, aber nicht mehr die Rolle spielt im Klassenzimmer, die sie lange Zeit spielen musste. Ich wünsche ihr das schon allein deshalb, weil man mit dieser Kreide so schön werfen kann. Das war immer ein Highlight. Und ich hatte immer Lehrer, ich weiß ja, die haben das geübt zu Hause. Auf jeden Fall haben die immer getroffen. Also das fand ich total sinnvoll. Und der stinkende Schwamm nicht vergessen. Ja, der Schwamm. Der Schwamm war die Höchststrafe. Ja, genau. Ja, lieber Matti, liebe Gäste, mir ist vorbehalten, das Schlusswort zu sprechen und ich bedanke mich für die rege Diskussion. Ich glaube, wir sind in dieser knappen Dreiviertelstunde sehr tief in die Schulpolitik eingestiegen, in die Frage, in welchem Umbruch auch die Schulen sich befinden, sozusagen weg von der Kreidetafel zur Digitalisierung, haben auch nochmal besprochen, ja, welchen super Job im Moment unter schwierigsten Bedingungen die Lehrer, Schüler und Eltern leisten. Vielen Dank an alle, die hier sozusagen tagtäglich dazu beitragen, dass unsere Kinder beschult werden unter schwierigsten Bedingungen. Und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass wir im Landkreis Darmstadt-Dieburg, wir sind in Anführungsstrichen nur der Schulträger, also für die Schulbauten, dass es nicht nur wichtig ist, mit einem Programm über 500 Millionen Euro, was wir die letzten Jahre schon abarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes und fortschreiben, dass wir gute Schulen für die beste Bildung unserer Kinder zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel die Albrecht-Dürer-Schule, die komplett neu gebaut, saniert wurde, wo der Yusuf gerade jetzt demnächst sein Abitur machen kann, sondern dass es uns wichtig ist, gerade als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, was in der Schule passiert und dass wir vor allen Dingen die Kinder in den Mittelpunkt dabei rücken und sagen, jedes Kind wollen wir nach seinen Fähigkeiten am besten fördern. Und ich glaube, das ist an dem Abend auch nochmal deutlich geworden, ob an der Kreidetafel oder auf dem iPad, das ist gar nicht so wichtig. Natürlich wird es da Entwicklung geben, aber uns ist wichtig, die Kinder dort abzuholen und zu fördern, wo sie stehen. Und was uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gerade hier in Verantwortung hier im Kreis, auch mit unserem Landrat Pitschellhaas, sehr, sehr wichtig ist, ist die Chancengerechtigkeit, die Chancengleichheit. Das hat Pitschellhaas deutlich gemacht, indem er gesagt hat, ja, wir als Kreis übernehmen einen Job, eine Aufgabe, nämlich indem wir 4.000 Pads jetzt an bedürftige Schüler herausgegeben haben und es auch noch weiterhin tun, damit die nicht abgehängt werden. Das ist uns ganz wichtig. Und ein letzter Aspekt, der heute Abend nicht gefallen ist, den ich aber auch hier erwähnen will. Uns ist auch wichtig, dass die Bildungsangebote vor Ort sind, dass Kinder kurze Wege haben. Und deshalb, wir sind ja ein ländlicher Landkreis, Darmstadt-Dieburg zum Großteil mit 23 Städten und Gemeinden, zum Beispiel im Modautal. Und deshalb sagen wir, wir garantieren, unsere Grundschulen bleiben vor Ort, ob in Modautal oder auch in anderen Kommunen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für die tolle Diskussion und darf Sie an der Stelle schon einladen auf den nächsten Web-Talk. Der findet eine Woche später, wir machen das immer jetzt einmal die Woche Dienstagabend und werden das auch fortführen, am 23. Februar wieder 19 Uhr bis 19:45 Uhr, also pünktlich vor der Tagesschau, haben wir rege diskutiert und zwar zu dem nächsten Thema, zum Thema ÖPNV. Ist das Auto in der Sackgasse ein Blick auf die Mobilität des nächsten Jahrzehnts? Seien Sie herzlich eingeladen und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.